zuwenden. Und zwar haben wir hier einen riesengroßen Schaden, der völlig sinnlos. Wussten Sie, welch wundersamen Verlauf die Fieberkurve der Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21 im Laufe der Zeit nahm? Und das, ohne dass sich die geplante Infrastruktur dabei überhaupt verändert hätte. Im Raumordnungsverfahren für einen modernisierten Bahnknoten Stuttgart berechnete Professor Schwanhäuser schon 1997 für den Bedarf in der Spitzenstunde 32 bis 35 Züge. Sie werden jetzt wieder lauter Zahlen hören, die Sie schon oft gehört haben. Vielleicht, dass Sie diesmal sich einprägen, wie diese Zahlenverläufe rauf und wieder runter gehen. Man ging davon aus, dass der Regionalverkehr weiter abnehmen würde, nur dem Fernverkehr bescheinigte man noch eine gute Zukunft. Damit war ausgeschlossen, dass sich das Projekt selbst finanzierte, und nun störte es, dass der Kopfbahnhof wesentlich mehr leisten konnte. Für den Rückbau der Infrastruktur gibt es nämlich kein Geld, zumindest kein öffentliches. So wurde 2002 die Leistungsfähigkeit neu berechnet. Jetzt schaffte Stuttgart 21 ohne jegliche Umplanung plötzlich doppelt so viele Züge wie der Kopfbahnhof. Unter anderem deswegen, weil der mit 38 Zügen so klein gerechnet wurde und man hat gesagt, mehr kann der nicht. Also 2x 38 ist 76 und mit 76 Zügen in der Spitzenstunde bescheinigte man Stuttgart 21 eine fantastische Zukunft. Sollen die auch ruhig hier mal hören. Deswegen stehen wir hier und wir haben einen wunderschönen Platz hier, der ist wunderbar gefüllt. Jetzt aber geht es zu dem Vorsprung. Der schrumpfte 2006 vor dem Verwaltungsgerichtshof in einem neuen Gutachten von Professor Martin auf 51 Züge. Im Faktencheck im Herbst 2010 blieb dann davon ein konfliktträchtiger Fahrplan mit 44 Zügen übrig, der mit einem gleichzeitigen Ausbau der Zulaufstrecken auf 60 Züge pro Stunde ausbaubar sein sollte. Dass dies nicht stimmte, wurde so offensichtlich, dass man den Stresstest vereinbarte. Man einigte sich auf ein Leistungsziel von 49 Zügen, das im Sommer 2011 vom Gutachterbüro SMA bescheinigt wurde, also von den Schweizern. Doch dabei blieb es nicht. Die Gruppe um Dr. Engelhardt stellte jetzt fest, dass die Zugzahl nur erreicht wird, wenn man es mit den Bahnrichtlinien, zum Beispiel dieser berühmten Nummer 405, nicht so genau nimmt. Zusätzlich wurde gerade bewiesen, dass durch einen Softwarefehler im Simulationsprogramm Railsys eine oder zwei bis drei Züge zu hohe Leistungsfähigkeit vorgetäuscht wird. Wenn man also eine gute Betriebsqualität erreichen möchte, dann landet man real bei 32 bis 38 Zügen für Stuttgart 21. Und das kann man nachlesen bei wikireal.org. Wir erinnern uns, letztes Jahr haben wir mit euren Spendengeldern die Leistungsfähigkeit unseres Kopfbahnhofs einschließlich des gesamten Stuttgarter Bahnknotens nachrechnen lassen. Mindestens 50 Züge kamen dabei heraus. Dem Auftrag des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg geprüft und wenige Tage vor der Volksabstimmung amtlich bestätigt wurden. 56 Züge sind es bei geringfügigen Erweiterungen. Ein weiterer Ausbau ist problemlos möglich. Da kann man doch nur sagen, oben bleiben! Möglicherweise, hoffentlich doch gar nicht, überhaupt jemals entstehende Bahnhof im Keller sollte 49 Züge pro Stunde abfertigen können. Das wird nicht funktionieren mit uns, aber es ist im Vergleich zu der Zahl 50 interessant, denn der Kopf, als die Bahn fällen wollte, genauso wie die SPD zulässt, dass die Bahn überhaupt Bäume schon fällt, währenddessen es überhaupt nicht nötig wäre,
Es würde niemanden und nichts diesem Haus im Wege stehen. Ja, und so wie die SPD mit dem magischen Wort Koalitionsbruch unterbunden hat, dass Bahn- und Projektgegner sich zusammenfinden, beispielsweise zu einer Kombilösung, wie Prälat Klump meinte. Herr Minister Herrmann, wir wünschen uns eine starke grüne Regierung und keine Hofdiener der SPD. Sie und Ihr Ministerium wissen, dass unser Kopfbahnhof jetzt schon leistungsfähiger ist. Und der geplante Kopfbahnhof nur zur Verschlechterung der Infrastruktur, und zwar in ganz Süddeutschland sorgt. Baden-Württemberg. Ha ja. Für eine Verschlechterung der Infrastruktur, und vor allem das Ganze geht gegen das Grundgesetz. Das heißt, das Grundgesetz schreibt vor, dass es, und das wird durch eine Volksabstimmung nicht außer Kraft gesetzt, es muss der Öffentlichkeit nutzen, es muss die Infrastruktur, muss es stärken, und es darf kein öffentliches Geld dafür ausgegeben werden. So ist es. Also, Herr Minister, Herr Mann, Sie sind die Konkurrenzen. Sorgen Sie dafür, dass der zuständige Bundesverkehrsminister Ramsauer nun endlich mal in die Pötte kommt und seine Aufgabe erfüllt. Es ist seine Pflicht und seine Aufgabe, wie gesagt, dieses Projekt so etwas zu beenden, zu stoppen. Es kann auch nicht wachsame und aktive Parkschütze sind, werden wir auch dorthin gehen. Und zwar wird es eine Protestversammlung geben. Dieser Termin findet statt am 23.03. um 15 Uhr. In der Hauptstädter Straße 67. Diese Versammlung ist angemeldet. Und sie wird unter dem Motto laufen: Wir lassen uns nicht in den Abgrund lenken. Schluss mit der Stadtzerstörung. Seid reichlich da. Wie bekannt. Und ich befasse mich also mit dem Stress, mit der Wahrheit und mit dem Wohl der Menschen. Als erstes, wir haben schmerzliche Niederlagen erlitten. Aber der große Ratschlag der Bürger- und Demokratiebewegung zeigte gestern erneut, wir sind nicht entmutigt, wir kommen wieder, wir packen es an. Zügen von SMA berechnet wurde, auf 46 Züge. Darüber hinaus weisen aber die sehr weitreichenden wissenschaftlichen Untersuchungen der Internetplattform Wikireal Dr. Engelhardt bis heute nicht widerlegte massive Mängel des SMA-Tests nach, mit dem Ergebnis, die Kapazität des 8-gesetzwidrige Verschlechterung zulassen. Und ein Finanzminister darf doch weder die wissenschaftlichen Fakten leugnen, noch ihm anvertraute Finanzen zum Schaden des Landes veruntreuen. Das wäre unvergleichlich schlimm und strafbar. Wir sind die Demokraten, Herr Kretschmann, Herr Turner, Herr Kuhn. Das Volk hat keinem Bahnhof zugestimmt, der mehr als 4,5 Milliarden Euro kostet, der die Mehrleistungen von 30% nicht schafft und der die Lage der Bahnkunden gesetzwidrig massiv verschlechtern würde. Wir stoppen den Rückbau des Bahnhofs und den Rückbau der Demokratie. Wir bleiben oben. Ich werde jetzt richtig Gas geben, damit wir loskommen und wir noch vor dem Glockenspiel fertig sind. Es gibt ja die Stuttgarter Erklärung, nicht vergessen, diese nach wie vor immer noch zu unterschreiben. Da vorne, wo die Fahnen sind, die zwei, bitte dorthin gehen. Und im Internet gibt es, glaube ich, auch noch Möglichkeiten. Macht's!
Je mehr wir sind, desto besser. So, ein Hinweis auf die nächste Montagsdemo am 26. März, wieder um 18 Uhr, wieder hier. Und in der Theorie ist es gelungen, dass ein Teil des Hauptbahnhofdaches sich circa einen Meter abgesenkt hat. Ein Bagger ist gegen eine Säule gestoßen. Super, tolle Leistung. Danke, die Bahn. Also, jetzt ist los, auf den Demozug. Ciao.
Was er vorher versprochen hat. Alles andere ist uninteressant. Und das ist der Fehler.